Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu meinem literarischen Adventskalender. Heute Morgen einmal von meiner Hauptseite Micky Wiese aus, nicht wie ansonsten von Kultautor Micky Wiese aus, weil ich mir gedacht habe, vielleicht kann ich so noch ein paar andere Menschen auf dieses wunderbare Buch Weihnachtswundernacht Band 5 aufmerksam machen, die vielleicht sonst nicht so auf die Seite Kultautor gucken. Aber das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Ein Projekt herausgegeben von Thomas Klappstein im Brendo Verlag, das wir als Freunde praktisch schon seit 5 Jahren zusammen miteinander gestalten. Und es ist einfach wunderbar, immer wieder zu sehen, dass jedes Jahr aufs Neue neue Perspektiven auf Weihnachten möglich sind. Das muss man sich ja mal vorstellen, das sind ja 5 mal 24, das sind ja über 100 neue Perspektiven auf Weihnachten. Ja, das muss man einfach auch mal trainieren. Hier oben steht Trainingsraum. Und man muss immer wieder auch so seine Wahrnehmung, seine Aufmerksamkeit trainieren und neue Aspekte versuchen, in Altem zu finden. Heute öffne ich das 10. Türchen für euch. Und heute gibt es eine Geschichte von meinem lieben Freund Rainer Buck. Rainer Buck, Jahrgang 1965, lebt mit seiner Familie, so sagt es dieses Buch, in der Schillerstadt Marbach am Neckar. Beruflich arbeitet er in der Verwaltung der evangelischen Landeskirche. Als Autor hat er Biografien über Karl May und Fjodor Dostojewski veröffentlicht, außerdem Romane, Kurzgeschichten und ein Hörspiel. Besonders möchte ich hier einen Roman erwähnen, der mir sehr zu Herzen gegangen ist, und das ist der Roman Tims Arche. Guckt einfach mal, googelt mal nach Rainer Buck, Tims Arche, eine wunderbare lesbische Liebesgeschichte, obwohl das eigentlich zu wenig gesagt wäre, sondern eine wunderbare Geschichte auch über eine aufstrebende Kirchengemeinde. Und auch das ist wieder zu wenig gesagt. Eine wunderbare Geschichte von dem Zusammenprall von Gegensätzen, die von der Liebe allein überwunden werden. Ganz toll. Also, ich freue mich auch sehr, zwei seiner Protagonisten heute in der Geschichte wiederzutreffen. Tims Arche von Rainer Buck. Einfach mal nachschauen. Ja, Rainer und ich, wir haben uns das erste Mal auf einem schwul-lesbischen Lesefest umarmt in Wiesbaden, wo wir beide jeweils mit unseren Frauen zusammen zu Gast waren. Er durfte lesen, ich durfte zuhören. Und heute darf ich lesen und du darfst zuhören, lieber Rainer, deiner eigenen Geschichte. Die Geschichte heißt Stern, auf den ich schaue. Ich glaube, ich trinke noch mal einen Schluck. Stern, auf den ich schaue. Karel und Nadja, Natascha und Paul, Susanne und Nora. Wie sie wohl alle in diesem Jahr Weihnachten feiern? Ihre Wege habe ich mit viel Sympathie begleitet. Man hält sie für meine Geschöpfe, weil sie in meinen Romanen mitspielten. Doch Gott weiß, dass ich sie so wenig erfunden habe wie Karl May seinen edlen Winnetou oder seinen treu ergebenen Hatschi Halef Omar. Ich wäre gar nicht in der Lage, mir Figuren auszudenken. Was das Ersinnen von Geschichten betrifft, hat meine Fantasie ebenfalls Grenzen. Doch zum Glück liegt ja manches in der Luft, was man nur aufzuschnappen braucht. Das Leben selbst schreibt artige Stories. Ursprünglich hatte ich eine Weihnachtsgeschichte im Sinn, in der eine einsame, verbitterte Frau Besuch von einem Engel bekommt.
Im Grunde hatte diese Frau den Himmel, Gott, das Christkind und alles, was mit dem Fest zu tun hat, längst abgeschrieben. In solch einer Situation begegnet dir eigentlich gar kein Engel mehr, weil du aufgegeben hast, zu suchen und zu hoffen. Seltsamerweise hat diese Frau an ihrem Küchenfenster, das der Straße zugewandt ist, in der Adventszeit einen Stern aufgehängt, der in verschiedenen Farben blinkt. Schrecklich kitschig, denkt Karel Puto, der auf dem Heimweg von der Stadtbibliothek täglich an diesem Fenster vorbeikommt. Aber ihm kommt eines Tages die Idee, dass dieses Blinken SOS bedeutet. Ein Engel hätte nun sofort gewusst, was zu tun ist, doch da dieser Engel ausgerechnet in der unscheinbaren Gestalt meines alten Freundes Karel Puto in der Geschichte aufgetaucht ist, könnte die Sache im Sand verlaufen. Karel kann zwar durch Türen gehen und zumindest ein paar Schritte auf dem Wasser, ohne Steine selbstverständlich, doch er weiß es meistens nicht. Deshalb stellte ich ihm damals, als ich seine Geschichte erzählt habe, Nadja zur Seite. Nadja ist etwas lebenstüchtiger als Karel. Sie vergisst zwar auch immer wieder, was Karel alles kann, doch sie achtet darauf, dass er sich gesund ernährt und im Winter nicht in Sandalen aus dem Haus geht. Vor allem ist sie da, wenn Karel etwas zu erzählen hat. Heute ist es die Sache mit dem Stern. Weißt du vielleicht, wer in diesem kleinen grauen Haus in der Bismarckstraße wohnt? Fragt er seine Frau, als sie ihm einen köstlich duftenden Tee serviert. Sie schüttelt den Kopf. Ob ich vielleicht einfach morgen an der Tür klingle? Nadja seufzt und streicht ihren Mann liebevoll durchs Haar. Sie weiß, dass es keinen vernünftigen Grund gibt, an einer fremden Tür zu klingeln, nur weil ein kitschiger Stern am Fenster blinkt. Doch in solchen Momenten erinnert sie sich, dass über Karel der Himmel immer wieder offen ist, dass in seiner Nähe Gebundene frei, Zerstrittene versöhnt, Arme reich werden. Das alles ist passiert, ebenso wie Hohe erniedrigt wurden und Stolze zur Demut gelangten. Nadja sagt gar nichts, doch ihr sanftes Kraulen in seinem Haar, der zärtliche, angenehm warme Druck auf seiner Kopfhaut lässt ihn wissen, was er wissen muss. So kommt es, als andern Tags eine verhärmte, leicht alkoholisierte Frau zögernd die Tür ihres kleinen grauen Hauses öffnet und einem fremden Mann gegenübersteht, den sie für einen Hausierer hält. »Was wollen Sie?« fragt sie müde und misstrauisch. »Verzeihen Sie«, sagt Karel leise. Ihm wird jetzt erst bewusst, dass er einem Plan gefolgt ist, den er gar nicht kennt. Ich sah den Stern. Ein Stern derselben Art war irgendwann einmal auf dem Weihnachtsmarkt an einem Stand voller billiger Importartikel von einem Unbekannten erworben worden. Jahrelang steckte er unbeachtet mit anderem Kram in einer Schublade, ehe er für eine Tombola gestiftet wurde. Er erhielt einen Aufkleber mit der Nummer 24 und lag mit anderen überflüssigen Dingen auf einem Tisch. Dort blieb er liegen, obwohl ein junger Mann einen gewinnlos mit der gleichen Nummer in den Händen gehalten hatte. Nach einem suchenden Blick auf die Gewinne hatte dieser sein Los zerknüllt und in die Hosentasche gesteckt. Susanne und Nora brachten den Stern zusammen mit anderen Überbleibseln des Adventsmarkts der evangelischen Petrusgemeinde in ein Sozialkaufhaus der Caritas, wo solcher Krimskrams für Pfennigbeträge verkauft wird. Nora schlug scherzend vor, den Stern doch zu behalten, worauf Susanne so begeistert zustimmte, dass Nora leicht irritiert war. Schnell und kommentarlos legte sie den Stern wieder zu den übrigen Sachen.
Schade, bemerkte Susanne lachend. Wenn du den Stern wirklich genommen hättest, würde ich mich trauen, an Heiligabend dieses Rentiergeweih zu tragen. Sie deutete auf eine andere liegen gebliebene Sachspende für die Tombola. Nora grinste. Ich denke, das Ding steht dir zu. Das lege ich dir unter den Weihnachtsbaum und noch eine Kette mit Glöckchen dazu. Aber diesen Blinkestern, den würde ich nicht einmal jemandem schenken, den ich nicht leiden mag. Ich finde den schön, sagt die Frau und zieht an einer Zigarette. Der Rauch überlagert den Geruch der Speisereste in der unaufgeräumten Küche. Wenn das Licht so von innen nach außen wandert, ist das wie ein kleines Feuerwerk, nicht wahr? Karel nickt. Dann bricht alles aus der Frau heraus, was sie in sich hineingefressen hat. Der Stern hat Karel zum einsamsten und verzweifeltsten Menschen in der ganzen Stadt geführt. Eigentlich auch zum verschlossensten Menschen. Doch Karel strahlt offensichtlich etwas aus, was bei der Frau alle Schleusen öffnet. Man müsste sie jetzt eigentlich in die Arme nehmen, denkt Karel. Wenn ich das nächste Mal komme, bringe ich Nadja mit. Die kann das. Karel kann zuhören und im Stillen beten. Das Telefon klingelte. Nadja wischt sich die Hände an der Schürze ab, ehe sie abnahm. Hier ist Natascha. Störe ich? Nadja freut sich immer, die muntere Stimme ihrer neuen Freundin zu hören. Natascha und ihr Mann waren vor kurzem erst in die Stadt gezogen. Sie hatten Karel und Nadja im Gottesdienst kennengelernt und sich schnell angefreundet. Paul hätte fast ein jüngerer Bruder von Karel sein können. Nadja, es tut mir so leid, sagte Natascha, nachdem sie einige Minuten über dieses und jenes geplaudert hatten. Ich habe mich riesig über eure Einladung zu Heiligabend gefreut. Paul eigentlich genauso. Doch gestern hat er mir offenbart, dass er spontan zwei syrische Flüchtlinge eingeladen hat, die für uns kochen wollen. Mit mir hat er vorher natürlich keinen Ton abgesprochen, du kennst ihn ja. Aber Ahmad und Hussein freuen sich wie die Kinder auf den Abend. Und ich kann da einfach nicht Spielverderberin sein, du verstehst doch. Nadja lachte. Ich verstehe, sagte sie. Wir haben uns nun einmal auf zwei seltsame Heilige eingelassen und müssen mit den Konsequenzen leben. Es ist übrigens gar nicht so schlimm, denn wie es scheint, werden wir zu Weihnachten ebenfalls einen fremden Gast haben. Die Frau isst mit Appetit und spricht auch dem Weingut zu. Karel würde ihr gerne etwas über den Hintergrund des Weihnachtsfestes vermitteln. Doch die Frau will vor allem über sich und ihr Leben reden. Manches hat sie inzwischen schon drei- oder viermal erwähnt, doch Nadja lauscht ihr mit unverminderter Aufmerksamkeit. Immer wieder wirft sie an passender Stelle verständnisvolle Bemerkungen ein. Ob sie denn in die Mette mitkommen wolle, fragt Karel schließlich ihren Gast und blickt auf die Uhr. Die Frau verneint, macht aber auch keine Anstalten aufzustehen. Nadja schaut Karel an und lächelt. Ich glaube, wir haben noch eine Flasche Wein im Keller, sagt sie. Karel fragt sich, ob es Nadja vielleicht ganz recht ist, nicht in den Spätgottesdienst zu gehen. Vielleicht ist sie sogar leicht angeschickert, obwohl sie nur aus Höflichkeit mittrinkt. Es ist schon fast Mitternacht, als sich ihr Gast verabschiedet. Karel schlägt vor, die Frau nach Hause zu begleiten. Etwas umständlich hilft er ihr in den Mantel und reicht ihr die Tasche, die sie an der Garderobe aufgehängt hat. Oho, es geht ein Schmunzeln über ihr Gesicht. Fast hätte ich mein kleines Geschenk für sie und ihre Frau wieder mitgenommen. Sie gibt ihm ein Päckchen, das er an Nadja weiterreicht. Sie müssen es unbedingt gleich öffnen, sagt die Frau und schaut Nadja in freudiger Erwartung an. Nadja packt ein Geschenk aus, das so gar nicht ihrem Geschmack entspricht. Doch als sie Karels Blick begegnet, merkt sie gleich, dass es sich um etwas Besonderes handelt.
Es ist der gleiche Stern, der in meinem Küchenfenster hängt und der Ihnen so gefallen hat, Herr Puto, sagt die Frau. Ist mir gestern im Caritas-Warenhaus ins Auge gesprungen, als ich mir Winterstiefel kaufte. Am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertages stapfte ein junges Paar plaudernd durch den Schnee. Natascha und Paul waren nach einer spontanen Kaffeeeinladung ihrer Freunde auf dem Heimweg. Früher hätte ich mich wahrscheinlich von jedem entfreundet, der sich so ein scheußliches Ding ins Fenster hängt, sagte Natascha. Karel traue ich ja jede Geschmacksverwirrung zu, doch dass Nadja da mitmacht. Paul lachte, du meinst diesen blinkenden Stern? Ich bin dir immer noch dankbar, dass du vorhin deine Zunge im Zaum gehalten hast. Ich hoffe nur, die beiden haben deinen angewiderten Blick nicht bemerkt. Natascha gab ihrem Mann einen Kuss auf die Wange und bemerkte, weißt ja, dass du mich gezähmt hast. Und du hast mir dafür etwas Stilbewusstsein vermittelt, erwiderte Paul grinsend. Du wirst es kaum glauben. Neulich beim Adventsbasar in der Gemeinde deiner Cousine Nora hätte ich bei der Tombola beinahe so einen Stern gewonnen. Ich ahnte gleich, dass er bei dir nicht gut ankäme. Ich fasse es nicht, brustete Natascha plötzlich los und deutete auf das Fenster des Hauses, an dem sie gerade vorübergingen. Da blinkt das gleiche Ungetüm ja nochmal. Paul konnte sich ein lautes Lachen nicht verkneifen. Allerdings meldete sich in ihm zugleich eine Stimme, die ihm leise eine Frage stellte. Lag nicht selbst in der geschmacklosesten Weihnachtsdekoration vor allem ein Ausdruck von Sehnsucht nach Licht und Liebe? Fußnote von Rainer Buck. Die Geschichte führt Protagonisten aus meinen Romanen Aljoscha, eine Geschichte vom Suchen und Finden aus dem Jahr 2010, 44 Tage mit Paul aus dem Jahre 2011 und Tims Arche aus dem Jahr 2014 zusammen. Ich freue mich, dass sie sich alle des Lebens erfreuen und ihre Zeit offensichtlich sinnvoll füllen. Das war die Geschichte von Rainer. Vielen Dank, lieber Rainer, für diese wunderbare Weihnachtsgeschichte. Und vor allem, diese Perspektive lag nicht selbst in der geschmacklosesten Weihnachtsdekoration, vor allem ein Ausdruck von Sehnsucht nach Licht und Liebe. Ihr Lieben, wenn ihr heute auf irgendwelchen Weihnachtsmärkten unterwegs seid oder wenn ihr an hell blinkenden und erleuchtenden Häusern vorbeikommt oder an Häusern, wo vielleicht nur ein grässlicher Stern blinkt, vielleicht erinnert ihr euch an diese neue Perspektive und betet, wünscht, hofft oder wie auch immer ihr das tun könnt, Licht in dieses Haus, in diese Wohnung hinein und sendet einen guten Gedanken aus eurem Herzen zu den Menschen, die diese Weihnachtsdekorationen aufgehängt haben. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderbaren Samstag und freue mich drauf, wenn wir uns morgen wiedersehen, wenn ich das 11. Türchen öffnen werde in meinem literarischen Adventskalender. Und ich kann schon mal sagen, morgen versuche ich es nochmal hier von der Hauptseite Micky Wiese aus zu lesen. Und am Montag, wer weiß, wo wir da sein werden. Also stay tuned und bis später.